oad.de. One every day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüße und Hallo und willkommen zur neuen One Every Day Folge mit einer App für Wear OS und zwar der App Bubble Cloud Tile Launcher Watchface. Was für ein Name. Größe, aktuelle Versionsnummer und erforderliche Android-Versionsnummer variieren je nach Gerät. In-App-Käufe 98 Cent bis 10 Euro pro Artikel. Und bei 6.763 Gesamtbewertungen eine Durchschnitts-Sternebewertung von 4,0 von 5 Sternen. Es ist eine App, wie gesagt, für Wear OS. Beschreibung: Bubble Clouds sind gruppenfarbiger Kreise. Sie geben den Zugriff auf Apps, Kontakte, Websites und Tasker. Blasen wachsen je nach Benutzung. Meist genutzte Blasen heben sich in der Größe von anderen Blasen ab. Die Oberfläche sieht dann im Prinzip, oder der Launcher, es hat auch ein Watchface, sieht im Prinzip ein bisschen so aus, ja, wie die Benutzeroberfläche, die UI von der Apple Watch. Die Vorteile der Premium-Version sind, man unterstützt TNAP-Entwickler, das finde ich immer gut. Wear OS Bubble Launcher und Kontakt Bubbles werden voll funktionsfähig. Unbegrenzte Anzahl an App-Bubble-Widgets. Automatische Befüllung von App-Bubble-Clouds. Ach Gott, oh Gott. Keine Premium-Erinnerung mehr und so weiter und so fort. Wear 2.0 Ziffernblatt-Komplikationen werden unterstützt. Es gibt, mit Tasker gibt's dann Integration. Ja, und so weiter und so fort. Viele Live-Infos, Schrittanzahl, Datum, Wetter, Uhrzeit, Akkustand und so weiter und so fort. Ich hatte das mal runtergeladen. Ich finde die Konfiguration nicht so einfach. Ich wollte das direkt über die Uhr machen. Ich muss mal gucken. App muss auf Android installiert werden. Ob es darüber irgendwie einfacher geht, muss ich mal schauen. Und ansonsten, ja, das hat wirklich Unmengen an Möglichkeiten, dieses Ding. Ob man das braucht, weiß ich nicht. Ich bin eigentlich mit Jelly Launcher zum Beispiel, um Apps zu starten, auch sehr zufrieden, beziehungsweise den Möglichkeiten, die halt in Wear OS integriert sind. Aber es ist auf jeden Fall eine App, die man sich mal anschauen sollte, wenn man eine Wear OS Smartwatch hat. Jedenfalls meiner Meinung nach. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.